Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Starfield. Oh, jetzt direkt zum Start einige Frames verloren gegangen. Ja, wir wollen da hoch und endlich mal den Sender da anbringen. So, ich hoffe, wir schaffen das auch. Wir haben ja jetzt den Booster. Ich mach mal. Ja, genau. Ego-Perspektive. Ja! Oh, nein! Ja, okay. Hier sind wir schon mal. Jetzt müssen wir schauen. Müssen wir da hoch vielleicht als nächstes? Nein, komm. Nein, das klappt nicht. Wir müssen kurz überlegen, wo müssen wir vielleicht am besten dahin? Okay, hier, ja. Wie klettern wir am besten da hoch? Ja, das klappt so. Was ist denn das? Das nehmen wir mal mit. Wir wollen... Da können wir hoch. Erst einmal. Ja, bitte hier oben draufbleiben. Okay, das funktioniert so nicht. Wie kommen wir hier weiter? Den Abschnitt können wir auch nicht bleiben. Doch, ein bisschen. Ja, noch ein bisschen boosten und noch ein bisschen. Okay, höher geht's nicht in dem Bereich. Wir müssen schauen, dass wir hier irgendwie weiterkommen. Weiter nach oben. Da könnten wir vielleicht hoch. Ja, nein, da war es doch gerade. Okay, das war knapp. Da können wir aber hoch, würde ich vermuten. So, ich muss jetzt aber nochmal kurz einen kleinen Break machen. Bis gleich. So, und da bin ich wieder. Musste kurz eben Kollegen aufmachen. So. Ja, okay, das hat geklappt. Dann würde ich als nächstes da hoch wollen. Das hat auch geklappt. Gut, bis da hoch müssen wir. Okay, aber das sieht aus, als könnten wir das da hochklettern. Wieso sind wir nicht direkt hier? Die einzelnen Etagen. Hochgeklettert. Hätte mehr Sinn gemacht. So. Okay. Da könnten wir auch nochmal hoch. Okay, wir sind oben. Jetzt ist die Frage, können wir hier auch einfach runterspringen, ohne dass uns was passiert? So, Peilsender platzieren. Kehre zum Tracker Agent zurück. Würde ich mal machen wollen. So. Nicht, dass wir jetzt hier beim Fall drauf gehen. Deswegen ein bisschen boosten. Nice. Boah, der Boost, der ist ja mega. Wo haben wir eigentlich unser Schiff geparkt? Wo ist die Argonische Maid? Da hinten, okay. Und da hebt einer wieder ab. Aber dann haben wir die Quest zumindest auch erledigt. Und
Und vielleicht können wir den Kopfgeldjägern sogar beitreten. Und dann immer Kopfgeld jagen. Was ist das? Wässriger Hämatit. Ich mal mitnehmen wollen. Ich weiß jetzt nicht, wie wichtig das ist. Okay, Ressourcen sind alle wahrscheinlich wichtig. So. Okay, die brauchen ein bisschen länger. So, komm und sprinten. Haben wir das gleich. Dann haben wir die Quest auch erledigt und können... Na ja, komm, ich will hoch. Ich hoffe, die reagieren aber jetzt nicht auf die Schmuggelware, die ich im Inventar habe. Die ich noch irgendwie loswerden muss. Und ich habe noch keine Ahnung, wo ich die verkaufen kann. Warte mal, apropos Schmuggelware. Kann ich mir das auch angucken? Unter sonstiges wahrscheinlich. Mech-Komponenten. Glücksstiefel müssen wir auch noch irgendwo. Moaras Schiffsschlüssel haben wir noch. Schmuggelware. Außenpostenschlüssel. Okay. Ist das die Schmuggelware? Ich glaube, das ist wirklich die Schmuggelware. Müssen wir wirklich rausfinden, wo wir die verkaufen können. So, und so. Na ja, komm. Nein, nicht hier drunter. Okay, dann so rum. Ja, nice. Haben wir geschafft. Und schnell rein da. Auf nach Sidonia. Ja, okay, Ladebildschirm. Immer so schön. Welcome to Sidonia, ja Mann. So, Licht können wir wieder ausschalten. Wenn du den Aufzug oder die Treppen verwendest, halte sie bitte sauber, sonst muss ich wieder nerven. Du bist mir echt eine Hilfe. Jo, Tracker arbeiten normalerweise alleine, aber es geht nicht anders. Ich habe den Ortungssensor ganz oben auf dem Turm platziert. Gut, ich empfange bereits Signale. Sobald er aufkreuzt, schnappen wir ihn uns. Hier ist dein Lohn. Sieh es als deinen Anteil an der Beute. Für die Hilfe. Okay, nice. 2500 Credits. Jetzt Flipper. Warten wir. Und wie ist das mit dem Sensor gelaufen? Hast du den Typen geschnappt? Ja, das Signal ist losgegangen, kurz nachdem du weg warst. Ich habe sofort meinen Kollegen geschickt und er hat ihn sich geschnappt. Das ging und aber noch flott. Einen anderen gesuchten Verbrecher gleich dazu. Unser Mann hat das Launchpad als Treffpunkt verwendet, um mit illegalen Waren zu handeln, menschlichen Organen und Schlimmerem. Wir haben auch den Käufer erwischt. Ah, nice, okay. Ich suche nach Kopfgeldaufträgen. Du willst also ein bisschen auf Kopfgeldjagd gehen, ja? Ja. Tja, dann bist du im Broken Spear genau richtig. Die Tracker-Allianz schreibt da drüben an der Auftragsbörse Aufträge aus. Ist nicht zu übersehen. Mich juckt's zwar in den Fingern, selber wieder Flüchtige zu erledigen, aber mehr kann ich nicht für dich tun. Also komm nicht heulend angerannt, wenn du's nicht gebacken kriegst, klar? Nö, nö, alles gut. Aktiviert starte eine Kopfgeldmission von der Auftragsbörse. Kannst du mir mehr über die Auftragsbörsen erzählen und wo ich sie finde? Auftragsbörsen?
Klar, es gibt hier im Broken Spear eine. So wie in fast jeder Hafenbar, weit und breit. Die Tracker-Allianz schreibt da Kopfgeldaufträge aus. Aber es gibt auch viele andere Aufträge. Ist gut, um Creds zu verdienen. Hey, du krallst dir jetzt aber nicht die ganzen spaßigen Aufträge, ja? Ich bin mit meinem aktuellen Job fast fertig. Lass mir was übrig. Okay, Pass auf dich auf. Okay, nice. Gibt's hier eigentlich auch Händler für Raumschiffe auf dem Mars? Würde ich gerne wissen. So, jetzt müssen wir aber erstmal raus. Vielleicht können wir hier auch unser Schiff noch mal ein bisschen mit anderen Teilen oder so ausbauen. Ich würde aber wirklich gerne noch ein bisschen weiter das Schiff verbessern. Noch ein bisschen größer machen. So. Gucken wir mal. Aber okay, wir wissen jetzt auch, dass die Lebensmittelpackungen uns übergewichtig gemacht haben. Hier! Sollen wir. Hey, wie kann ich ich würde gerne meine Schiffe sehen und modifizieren. Klar, nur zu. Okay, haben wir hier doch jemanden? So, was hat der hier im Angebot? Was? So, Schildgenerator. Wir können ja momentan nur Klasse A machen. Warte, wir fangen mal mit den Stationen an. Landebucht. Ist doch dieselbe, die wir haben, oder? Oder Fracht? Frachtraum, Ballast? Hier diese Container, die hätten was. Starfleet Logistics. Der gibt sogar 320. Was ist damit? Auch 320? 395. Frachtraum Caravel. Oder Cockpits. Crewstation 2. Das ist dasselbe, was wir haben. Gibt es auch irgendwie mehr? Hier Docker. Wofür ist eigentlich der Docker gut? Mit Raumschiff-Dockern kannst du an anderen Schiffen und Sternstationen andocken und sie betreten. Ah, okay. Dafür sind die da. Antriebe. Was? Nova-Antrieb? B. Okay, das ist ein dickes Ding. Sprungtreibstoff 100. Wenn wir das hier nehmen und hier das hier, machen wir den weg und dafür den dahin. Ja. Farbe. Farbe 1 wieder schwarz. Hier auch schwarz. Und hier knallrot. So. Schade, dass ich die Dinger hier nicht färben kann. Aber dann hatten wir jetzt noch ein bisschen... Okay, Achso, nominal ist das. Okay, passt. So, was haben wir hier noch? Bisher ist das hier das tatsächlich Beste von denen. Moment mal. Ich habe die hier spiegelverkehrt gemacht. So rum muss das sein. Damit es auch genauso ist wie auf der Seite. Das war ja nicht symmetrisch hier. Super.
Okay, gucken wir mal. Wohnmodule. All-in-One, Waffenkammer. Ach komm, das machen wir alles später. So, Test. Passt alles, okay. Und annehmen. Haben wir zumindest ein besseres Kraftstoffding. Oh, warte mal. Den hier. Auf die Seite bitte. Dann haben wir insgesamt 200. So, jetzt passt das. Dann ist es jetzt wieder symmetrisch. Und hier haben wir noch ein Verkaufsding. Der hat 5000 Credits, okay. Wir haben hier aber noch ein bisschen was, was wir verkaufen können. Unter sonstiges. Den hier. Digi-Dietriche behalten wir. Lungentoxin. Die müsste ich alles mal ins Schiff lagern. Apropos Schiff, wo ist denn jetzt unser Schiff? Ist das jetzt hier? Jo, der ist hier hingekommen. Der hat sich jetzt umteleportiert. So, aber wir brauchen erstmal viel, viel mehr Geld, damit wir, ja, hier ein richtig dickes Schiff bauen können. Hat man dir schon mal gesagt, dass niemand mehr entdeckt hat als du? Wenn nicht, sollte man das nachholen. So, haben wir umgebaut auf jeden Fall. Jetzt, hast du was für mich? Nee, ich habe jetzt gerade nichts für dich. So, dann Ressourcen. Passt. Nein, nicht. Ne? Oh, Medipack. Schiffsteile bleiben hier. Herz nehmen wir mit. Sonst gibt es hier, glaube ich, nichts, was wir hier einpasste. Immobilisator. Okay, Verbände nehmen wir mit. Mikrosekundenregler, digitaler Schreibtisch, Bilderrahmen. Kästchen mit Erde. Wir haben da so viel Zeug, was wir auch gar nicht brauchen. Aber okay, lassen wir erstmal auch so. Ah. Okay, komm. Wir heben ab. Und wir versuchen uns mal nochmal mit der Jagd auf irgendwelche Personen. Und weg sind wir. Lief optimal. Aber ich mag unser Schiff bisher, wie es aussieht. Für den Anfang. Wir sind ja aber auch noch Level 8 gerade mal. Also noch. Wir sind wieder im Orbit. Nein, nicht. Bitte nicht scannen. Ich hau schon ab. Ganz schnell weg. Ich habe Schmuggelware bei mir. Deswegen. Hier Sternwerk von Nova Galactic. Hier Erde. Das heißt also, wir haben dann Außenposten, dieses Symbol, glaube ich. Und was ist das? Europa. Europa ist auch wahrscheinlich ein Außenposten. Was heißt denn eigentlich hier das?
Ah, das ist Erde. Und das ist Mars. Ah, und das sind die einzelnen Monde. Okay. Ich würde aber mal woanders hingehen wollen. Prozion A, Prozion B. Komm, wir gehen mal auch auf Missionen. Analysiere. Machen wir mal das hier. Wo ist denn das? Da unten. Indum. Indum müssen wir, glaube ich. Und Sprung. Nein, 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 nein. Schnell abhauen. Ich hoffe, die haben es nicht geschafft, mich zu analysieren. Ich hoffe, die haben das wirklich. Was? Was war das jetzt? Ich habe keine Ahnung. Indum 4D zur Karte. Scannen wir mal. Oh, das hat ja richtig viele Ressourcen. Hier haben wir Wasser, Kupfer, Eisen. Boah, hier könnten wir doch eine Siedlung bauen, ne? Gehen wir mal da lang. Durch den Handelsskill bekommst du beim Kauf und Verkauf von Items und Ressourcen bessere Preise. Hier würde doch eine Dings, eine Siedlung besser Sinn machen. Stützen bereit. Bremsraketen aktiv. Oh, und geil, was eine Aussicht da hinten. Um eine Planetenanalyse abzuschließen, musst du unter Umständen mehrere Planetenbiome erkunden. Versuche an anderen Stellen auf dem Planeten zu landen, wenn du nichts mehr zum Scannen findest. Landmarken, Lebenszeichen und Gefahrensymbole weisen auf Gebiete hin, in denen du auffällige Planetenmerkmale entdecken kannst. Baue einen Außenposten mit einem Scan-Booster, um die Reichweite des Scanners zu erhöhen. Okay. Ich höre. Ja. Wir werden diese Planeten besiedeln. Die Gesichter ändern sich, aber Bösewicht bleibt Bösewicht. Wir werden das hier komplett übernehmen. Ich glaube, hier macht es am meisten Sinn, eine Basis hinzubauen. So, was haben wir da? Ist ein Mond, okay. Minus 1 Grad. Da vorne haben wir was. Aber das scheint sehr interessant zu sein. Ich behalte das aber trotzdem so bei. Da ist was Blaues, das heißt, das haben wir noch nicht erkundet. So. Kupfer haben wir gefunden. Da ist auch nochmal was Blaues. Ausmaß kann nicht platziert werden. Extreme. Was? Was stand da? Extreme Umgebungsbedingungen erfordern höhere Stufe der. Gold gibt's hier. Okay, nice. Okay, hier können wir also nicht einfach so bauen. Kupfer haben wir wieder. Aber ich finde das cool, dass wir sowas hier ansehen können.
Aber ich hätte hier wirklich gerne... Oh, da haben wir wieder was. Kupfer und... Tantalum. Und da ist auch noch wieder was. Was wir noch nicht entdeckt hatten. Wasser. Nice, wir können hier Wasser abbauen. Und hier ist auch nochmal Wasser. Und da ist wahrscheinlich Wasser drunter und ich komme da nicht ran. Aber ich will das da sehen. Was auch immer das ist. Wir müssen unseren Boost auch noch verbessern. Aber ohne den Boost hätten wir jetzt nicht die andere Quest. Neues chemisches Merkmal. Ort entdeckt. Was ist denn das? Ist das radioaktiv? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ui, ruckel, ruckel. Da haben wir wieder was. Wasser. Nehmen wir auch noch wieder mit. So, auch mitnehmen. Und Tantalum. Da ist was Blaues. Eisen. Wieso kann ich das Eisen jetzt nicht abbauen? Ah, jetzt. Eisen und Kupfer, nice. Und da ist auch noch wieder was Blaues. Antimon. Okay. Eine Sache fehlt uns noch. Dann haben wir das erkundet. Jetzt ist nur die Frage, wo. Wo könnte das letzte blaue Ding sein, was wir finden müssen? Aber ich würde hier gerne tatsächlich bauen wollen. Was haben wir da? Wasser. Zwei Wasser sogar hinzugefügt. So, und nochmal Kupfer. Das mit den Ressourcen finde ich super. Hier Gold, nice. Hier sind viele Ressourcen auf jeden Fall. Ui, da hat's geruckelt. Ich bin, glaube ich, viel zu schnell unterwegs. Jetzt ist wirklich die Frage, wo könnte das letzte Ding hier sein, was wir suchen? So. Da hinten sind wir. Nochmal ein Gold. Und hier wahrscheinlich Eisen, ja.
Hier brennt aber auch viel. Extreme Hitze vom Garschlot, okay. Da ist ein anderes Biom. Kann sein, dass es da vielleicht noch was gibt. Dann renne ich da mal hin. Oh, hier ist wieder Gold. Entweder ist das ein anderes Biom oder... Oh, hier gibt es Eisen und Kupfer. Oder das ist die Grenze der Map. Wo kann ich sein? Da kann man ja auch noch weiterlaufen. Beryllium fehlt uns aber auch noch jede Menge. Ne, das ist wirklich ein anderes Biom. Das aber auch ein bisschen grüner aussieht. Hier ist es nur extrem... Die Musik hat mir gerade Angst gemacht. Hier scheint es grüner zu sein. Da sind die Extremtemperaturen. Kann ich hier... Ne, hier sind auch Extremtemperaturen. Hier können wir noch nicht. Aber es ist immer ein anderes Biom. Und hier ist viel, viel mehr Gold. Frage, was ich mit so viel Gold jetzt machen soll. Und kann ich nur ins... Was haben wir da? Fluor. Ah, okay, das ist das, was gesucht wurde. Da haben wir auch nochmal Gold. Jo, hier werden wir auch viel abbauen, wenn wir das können. Sobald wir das können. Die Insel besteht... die Insel. Der Planet besteht ja fast komplett aus Gold. Wollen wir uns zum Goldhändler aufbauen? So, Ressourcen haben wir auf jeden Fall alle entdeckt. Gehe ich mal von aus, oder? Eine Chlor fehlt. Hier haben wir wieder Kupfer drunter. Ui, Schadgas. Von da wahrscheinlich. Vom Garschlot. Jetzt will ich wissen, was das da für ein Ort ist. Vielleicht zählen die auch noch zur Erkundung, dass ich die einmal besuchen muss. Für die Vervollständigung. Hier haben wir nochmal Kupfer. So. Eine Lagerkiste. Mal gucken, was da drin ist. Das interessiert mich schon. Alkane und Chlor. Und hier noch eine Lagerkiste mit Comstation. Aber blau sehe ich jetzt immer noch nichts hier. Die hatten wir ja schon gelootet. Gehen wir mal die 200 Meter dahin. So, bald fängt auch der Tag hier wieder an. Dann bin ich gespannt, wie es hier am helllichten Tag aussieht. Kupfer haben wir gefunden. Sind die noch...
Freund oder Feind? Ja, okay. Ja, ich habe nicht vor, jetzt hier noch zu terminiert zu werden. Kann ich die scannen? Kampfroboter Modell A. Was ist das da? Ein Kolonist. Okay, dann. Fahrzeug? Können wir den fahren? Können wir den benutzen? Irgendwie? Oder nicht? Wohl eher nicht. So, wo geht's zurück zur Argonischen Maid? Da. Ja, reisen wir mal schnell. Die 1,5 Kilometer will ich jetzt nicht rennen. Ich glaube, hier alles abzusuchen, das dauert und wir können hier leider nichts bauen. Dann muss ich mir einen anderen Planeten suchen. Ich muss mir einen anderen Planeten suchen, wo ich abbauen kann. Ressourcen. Wo ich auch an Helium komme. Ist es sehr still. Dabei solltest du üben. Ja, er soll jetzt mal kurz die Klappe halten. Ich glaube, hier macht das noch gar keinen Sinn. Wieso kann ich nicht direkt dahin? Ach komm, vielleicht können wir auch genau, Kurs festlegen und Sprung. Mit Fanfaren empfangen werden. Gehen wir erstmal zurück zur Alpha Centauri. Und dann gucken wir mal, vielleicht können wir von da erstmal irgendwie was abbauen. Vielleicht finden wir da... Ist noch dran. Ein guter Sprung. Du trittst in den Raum der United Colonies ein. Fuck, scheiße. Bevor die mich jetzt hier... Ziviler Außenposten... Kann ich das scannen? Die haben hier... Wasser... und Chlor... Blei... Hier kann ich ja gucken, was die haben. Ich wollte jetzt aber nicht hier zu denen direkt, sondern Voss, was hat Voss alles? Voss hat hier Dysprosium, Vanadium, Wolfram, Kobalt, Uran, Nickel, Blei, Wasser. Okay, aber der hat zwar viel, aber nee. Oh, der hier scheint gut zu sein. Der hat hier Vanadium, Kobalt, Uran, Eisen, Nickel, Kupfer, Helium und Wasser. Und hier ist ein vergessener Mechfriedhof und industrieller Außenposten. Ich würde aber Kurs festlegen nach Zamka. Ja, schnell reisen. So, jetzt kann ich aber vernünftig trinken. So. Zamka. 20 Erfahrungspunkte. Ja, kommt zur Karte. Jetzt kann ich scannen. Okay. Hier scheint gut zu sein, ne? Hier gibt es Wasser, Helium und Eisen. Dann würde ich da landen wollen. Das sind die drei Sachen, die wir jetzt ganz, ganz dringend brauchen. Eisen, Helium, Wasser. Die müssen wir abbauen. Beginne Landezyklus. Dann wird das stattdessen unser erster richtiger Außenposten. So,
So. Aufstehen. Ich hoffe, wir können hier auch bauen. Kann ich helfen? Schutzregeneration, okay. Ich hoffe, die pechschwarze See behandelt dich gut. Die pechschwarze See. Ich bin in deiner Nähe immer noch nervös. Und dabei sind wir doch allerbeste Freunde. Da weißt du mehr als ich. So, jetzt ist die Frage. Hier haben wir Helium. Können wir hier auch tatsächlich... Ja, wir können hier bauen. Extreme solare Strahlung. So, ich muss aber gucken. Da haben wir direkt Wasser und hier Helium. Und da vorne direkt auch Eisen. Gucke mal, vielleicht kann ich das Ding abreißen lassen? Ja. So. Extraktor Wasserdampf. Aluminium fehlt mir. So, Extraktor Helium. Okay, wo finde ich Aluminium? Ich mach mal so. Dann hier Wolfram brauchen wir und Membran. Dann hier, den können wir. So, warte. Den Kraftstoffgenerator, da brauchen wir noch Austenit-Verteiler. Oder warte, so eine Windturbine würde mehr Sinn machen. Ne, der macht am meisten Sinn, dann würden wir den hier eher bauen wollen. So, dann brauchen wir hier Schmierstoff, Transferbehälter, einen Gasspeicher, brauchen wir, adaptiver Rahmen, hierfür haben wir alles. Ermöglicht den Transfer von Ladung, während du dich an Bord eines Schiffs befindest. Würde ich auch noch machen wollen. So. Das machen wir ein andermal. Das machen wir ein andermal. Okay, hier können wir können hier noch nicht wirklich was bauen. Anzeigen, nee, sonstiges. Frachtlink. Landeplatz mit Schiffsbilder. Den würde ich hier bauen wollen. Kann nicht gebaut werden, nicht ausreichend Ressourcen. Ist mir egal. So, das brauchen wir dann auch. Landeplatz klein, aber den will ich definitiv dann haben. Auftragsbörse, Kopfgeldbegleichung. Okay, wir haben hier einiges, was wir jetzt suchen müssen. Ui, da waren einige Ruckler. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Nochmal verlassen. Ich wollte gucken, ob ich die hier abbauen kann. Nö. So, was ist das da? Wasser und Kobalt. Kann ich das hier nicht. Jetzt haben wir. Ich glaube, ich muss einiges an Ressourcen sammeln. Das heißt dann vielleicht erst einmal... Ja, irgendwie irgendwo Materialien kaufen. Und vielleicht wäre es eine Idee, das eine kleine Ding, was wir hier haben, das hier, wegzuschmeißen. So, das ist ja... Obwohl, es hat schon einen ordentlichen Wert. Aber es ist gestohlen. Egal.
Dann können wir aber jetzt auch wieder ganz normal zu Dingens hier reisen. Nach Aquila City. Beziehungsweise, wir haben ja noch eine Quest offen. Noch ein paar. Sprich mit Alban Lopez auf Indum 1A. Das ist das Neue. Okay. Sprich mit Wladimir, das leere Nest. Sprich mit Sam Coe. Würde ich das mal machen wollen. Wohin geht's? Was machen wir? Was steht für uns als nächstes an? So, und hier, Pilotensitz. Und abheben. Hier werden wir definitiv noch eine Basis errichten. Weil hier haben wir Wasser, Helium, Eisen. Aber sind wir jetzt wirklich nur an 8 Außenposten begrenzt? Sind wir wirklich an 8 Außenposten beschränkt, begrenzt? Also, dass wir... Okay, nice. Da gibt's Kämpfe. Machen wir hier. Und hier und so. Das war ich. Feindlicher Kraftantrieb außer Betrieb. Nice. Ah, da freue ich mich gerade drauf. Wir haben den Kraftantrieb erwischt. Feindliches Schildsystem offline. So, gibt's hier noch mehr? Colonies Schiff an unbekannten Kontakt. Bitte bestätigen. Ja, annehmen. Spiel für die UC Security. Aus meiner Crew wollen sich einige von ganzem Herzen bei dir bedanken. Können wir uns revanchieren? Klar, ich könnte ein paar Ersatzteile gebrauchen. Ich würde mich über ein paar Credits freuen. Ausschlachtungsrechte genügen mir. Hoffentlich findest du in den Trümmern was Wertvolles. Wir müssen weiterfliegen. Bis dann. Jo. Okay, wo sind sie? So, gehe ich nochmal hier damit. Rufen kann ich die. Wo sind denn die Teile? Da unten. Okay, nice. Anhalten, aua. Ich wollte anhalten. Wie kann ich die nochmal looten? Ging denn das? Ich suche gerade die Teile. Hä? Wo? Da ist eins, auf jeden Fall. Da. Ah! So funktioniert das, okay. Ich muss schon gezielt draufklicken. So, jetzt erstmal die nächsten Teile suchen. Da ist noch eins. So, und... Nice. Und dann... Da. Spacer Scarab. Also wir brauchen auf jeden Fall die Rohstoffe, die die vielleicht haben. Und ich fand das jetzt mega, dass wir jetzt direkt in einem Schiffskampf gelandet sind. Und hier müssten... Da. Wie weit ist er? Auch 2 Kilometer. Okay, mittlerweile habe ich es rausgefunden, wie man hier das lootet. Schon mal was wert, auf jeden Fall. So.
Und dann fehlt nur noch hier nach Jameson müssen wir reisen. Boah, was ich mich frage, ist, kann man die Asteroiden hier auch noch ausschlachten? Das finde ich cool. Willkommen im UC-Raum. Gegenwärtigen Kurs beibehalten, während wir deine Fracht scannen. Ich hoffe, ich habe keine Smuggel. Okay, wir sind fertig. Landefreigabe für New Atlantis erteilt. Okay, zur Karte. Die Loge. Wir werden aber... Sprich mit Commander Tuala drüber. Nee, wir wollten hier... kommt direkt nach New Atlantis. Ich glaube, das heißt, dass wir dann auf dem Landedings da sind. Ich möchte trotzdem umbauen. Ich möchte mein Schiff noch größer machen. Das kostet immer so viel. Ja, wir machen jetzt erstmal noch ein bisschen Story und dann werden wir nochmal Schiff ausbauen, nochmal ein bisschen vergrößern. So, und los. Ich weiß jetzt nicht, mit wem wir reden müssen, aber gehen wir mal. Achso, übrigens, das können wir auch wieder ausziehen. Dann laufen wir wieder in unserer coolen Montur rum. Du wirst beim Betreten der Stadt gescannt. Bitte weitergehen. Ja, ich weiß. Okay. Kopfgeld. Kein Kopfgeld. Dann schönen Aufenthalt. Ja, ich war hier schon ein paar Mal. Bisher immer kein Kopfgeld. Das wird sich aber noch irgendwann ändern. So wie ich irgendwann drauf bin. Jetzt bin ich aber erstmal noch wirklich gehypt drauf, alles zu erkunden, auszubauen und so weiter, alles zu lernen. Ich will hier wirklich alles lernen. So, Mass District. Und wir werden hier auf jeden Fall noch ein richtig dickes Schiff bauen, definitiv. Aber ich will schon vielleicht ein paar hunderttausend Credits bis Millionen irgendwo. Freue mich riesig, später Tony zu sehen. Wer ist jetzt Tony? Ja, ich will auf jeden Fall später ein richtig dickes Schiff noch haben und eine richtig dicke Zentrale als Außenposten. So, keine Ausdauer mehr, aber egal. So, jetzt gehen wir rein. Wir mussten ja mit jemandem quatschen hier. So, da draußen wartet jemand. Es sind ja jetzt, glaube ich, insgesamt 8 Leute, die wir jetzt kennengelernt haben. Von der Constellation. Und es sind insgesamt 10. Beziehungsweise ich weiß jetzt nicht, ob er auch als festes Mitglied der Constellation gehört oder einfach nur eine Maschine, als Maschine gezählt wird. Hey Cowboy. Bist du schon Stadtka? Klar, ich bin bereit, legen wir los. Okay, wir treffen uns auf deinem Schiff. Dann unterhalten wir uns. Sobald wir auf Aquila landen, sind wir ein Team. Wenn du also vorher noch irgendwas alleine erledigen willst, sind Cora und ich einfach als Passagiere dabei. Okay, Reisen nach Aquila City, die nächste große Stadt. Da freue ich mich drauf. Dann lernen wir endlich mal die nächste Stadt kennen. So, aber jetzt erstmal wieder... Gut, Leute mit Dienstmarke zu sehen. Was für Dienstmarke? Ich arbeite nicht für die, also wenn die das meinen, dann... Können wir hier aufs Dach?
tatsächlich. Tatsächlich, wir können hier aufs Dach. Und es gewittert. Okay, das feiere ich gerade. Na, jetzt geht's nicht mehr. Ich kann nicht mal springen. Aber das war jetzt cool. Weil wir schon relativ weit da hoch konnten. Was ist mit den beiden? Das Projekt muss fertig werden. Wir stehen mit dem Rücken zur Wand. Nimm dir doch einen Tag frei, damit du regenerieren kannst. Haben die Namen? Ist das gut für die Karriere? Und den Bonus. Geschäftsfrau und Ehemann. Ich hoffe nur, das ist es wert. Okay. Traumhafen. Ah, ich guck mal, vielleicht kann ich jetzt sogar schon ein bisschen unser Schiff hier ausbauen. Ich hoffe, ich kann das jetzt schon ein bisschen ausbauen. Wir müssten ja jetzt 60.000 können wir bestimmt schon ausbauen. Also klar, nicht allzu viel, gehe ich mal von aus. Aber dass wir da ein bisschen mehr Platz für Crew haben. Problem wirst beim Betreten der Stadt. So. Gucken wir mal. Ich will den auch ein bisschen mehr in die Breite haben. Überprüfe dein Schiff alle paar Ladungen auf Thermoparasiten. Die können nämlich ein gewaltiges Chaos verursachen. Willst du irgendwas abladen? Die Handel. Ich möchte modifizieren. Kein Problem. Ich möchte gucken, was ich da machen kann. So, wenn wir den jetzt. Das hier würde ich erstmal so lassen. Wie das ist. Die einmal hier hin. Den auch nochmal hier hin. Packe ich auch schon mal hier. Bisschen an die Seite. Warte mal, wenn ich. Nee, das. Okay. Gut, dann brauchen wir. Die müssen auch erstmal weg. Und hier auch. Und dann brauchen wir hier Wohnmodule. Nochmal ein Demos. All in one? Nee. Technikstation. Wohnquartiere. 3L1 breit. Passagierplätze 2. Wenn ich den hier hinpacke. Und dann nochmal Technikstation. Nee, nicht hier, sondern. So. Und dann das hier hinsetze. Wahrscheinlich brauchen wir dann bessere. Von alles andere hier nochmal ein bisschen besser alles. So, dann kann das wieder nach da oben. Und das nach vorne. Eine Warnung haben wir. Was haben wir für eine Warnung? Verringere die Masse oder füge Antriebe hinzu, um die Mobilität zu verbessern. Okay, wir brauchen noch ein paar Antriebe. So, wo haben wir die Antriebe? Da. Das wäre schon Stufe B, aber dann würde ich. Schauen, dass ich vielleicht sowas in der Richtung hier noch irgendwie hinsetze. Nach hier oben.
Und nochmal hier eins. Zwei Fehler jetzt. Mindestzahl Fahrwerke. Schiff hat zu wenig Fahrwerke. Und übermäßiger Energieverbrauch durch Antrieb. Schiff braucht zu viel Energie für den Antrieb. Verringern die Anzahl der Antriebe. Kann ich den hier vielleicht wegmachen? So. Nominal. Okay, jetzt passt das. Dann kann ich aber hier auch noch vielleicht den hier hinsetzen. Und dafür die dann hier. Da war es doch gerade. Hier passt er nicht hin. Warum nicht? Wenn ich den wieder hier hinpacke. Dann kostet das auf jeden Fall schon mal nur 11. 11.425. Aber dann kann ich hier noch ein paar Geschütztürme draufsetzen. So, Getriebe, nee. Graf. Wohnmodule. Oder ich kann noch ein paar Wohnmodule machen, so kleine. Kann ich die erstmal hier an die Seite packen. Das hier auch nochmal an die Seite. Auf der anderen Seite genauso, das gleiche. Dann machen wir das ein kleines bisschen nochmal größer. So, und gucken wir mal. Oder hier Lagerräume. Nova-Lagerraum. Kajütenleiter. All-in-One-Anlege. Ne, ich würde bei Demos bleiben. Technikstation B, Wohnquartier, All-in-One-Anlege. Technikstation. Ne, ich mache hier kleinere. Waffenkammer. Waffenkammer wäre cool. Captain Wohnquartier haben wir. Computerkern. Kontrollzentrum klingt super. Packen wir das dahin. Und den dann hier. Ah, ich glaube, den können wir dann verkaufen. Den brauchen wir ja nicht mehr. Und Computerkern, Kontrollzentrum, Krankenstation, Wohnquartier, Wissenschaftslabor, Werkstatt. Packen wir hier hin. Und packen das dann auch noch hierzu. Und hier hin. Da können wir. Es sieht schon stabiler aus. Es sieht schon cooler aus, definitiv. Reaktorkern. Reaktorenschilde. Struktur. Würde ich sowas tatsächlich hier unten hinsetzen. Und nochmal hierhin duplizieren. Kann man hier auch noch gucken. So, warte. Was haben wir hier? Demos Bauch vorne. Demos Verstrebung. Brems. Das sieht cool aus. Bremsantrieb. Dämpfer Backbord. Verkleidung vorne. Das passt da nicht hin. Warum? Ich glaube, ich weiß warum. Wenn ich das dann hier hinpacke. So. Passen die dann dahin? Ja. Okay. Dann passt das jetzt. Dann haben wir hier Kanone Mauler. Das ist ja hier Pulslaser. Können wir das vielleicht nicht dahin packen? Aber hierhin. So, ist schon sehr, sehr schwer geworden, das Ding. So, Kühler,
Skek, Kiel A. Nee, die lassen wir mal. Waffen, was haben wir hier? Das ist für Stufe B, okay. Elektronenstrahl. Autoelektronenstrahl. Können wir nicht dahin packen, okay. Haben wir hier was, was da oben einfach dran kann? Ich glaube nicht. Stationen. Lassen wir mal. Cockpits. Nee. Ein Docker. So, Antriebe, Treibstoff. Eigentlich im Grunde haben wir alles, was wir brauchen. Ja, will ich so lassen. Alles auswählen. Farbe. Natürlich wieder alles hier schwarz und hier rot. Sieht dann schon ein bisschen nicer aus. Wiegt jetzt aber auch ein bisschen mehr, aber haben wir fertig. Kostet uns nur 17.000. Jetzt bin ich gespannt, wie das aussieht. Alter, wird immer besser, wird immer größer. Schauen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge von innen genauer an. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.